Wir sind unterwegs zum Lachriegel, ein schöner Aussichtsberg, zu dem es nicht allzu lang, allerdings steil rauf geht, so 700 Höhenmeter in eineinhalb Stunden ungefähr. Das da ist bzw. wird unser weiter Weg und dann, wenn wir oben sind, geht es links weiter. Rechts ist die Goldshöhe, wo wir vielleicht noch ein Stück raufsteigen, mal schauen. Das Wetter hat sich beträchtlich gebessert. So, hier sind auch schöne Almen zu sehen. Blick zurück ins Tal. Links müsste ganz grob die Prebersee-Gegend sein. Der große Ort in der Mitte mit der Kirche hinten ist Tamsweg. Bezirkshauptstadt sozusagen. Hier sind wir hergekommen. Da ist so ganz ungefähr die Grenze des dichten Waldes. Und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. So, Blick zur Goldshöhe. Runter, wo wir hergekommen sind. Im Hintergrund wäre der Prebersee, den man wahrscheinlich auf dem Bildschirm nicht mehr erkennen kann. Genau da, wo dieser helle Grasfleck ist, in diesem bewaldeten Gebiet. Dann annehmbare Weitsicht, kann man nicht meckern. Blick nach unten, nach Lessach. Und wieder rauf. St. Margarethen. So, hier ist der Blick ins Lessachtal. Hier der Gummer mit seinen Schuttkegeln. Der zackigere weite Weg ist, glaube ich, die Kreuzhöhe ohne Gewehr. Gerade keine Karte zur Hand. Rechts um die Ecke verstecken sich die Landschützen. So, auf dem Weg zur Goldshöhe haben wir jetzt einen hoffentlich großen Teil geschafft. Wie man hören kann, sind wir alle fix und fertig, denn man geht hier fast senkrecht drauf. So, der Blick nach unten geht wieder zum Lachriegel. Das ist sozusagen das Ende von dem Hügel. Unten sieht man Schafe, Kühe und Pferde, bunt gemischt auf der Alm. So, wieder der Blick über das Lessachtal, den wir ja schon kennen. Nur, dass wir diesmal weiter oben sind. Ein paar Wolken, wie man an den Schatten auch sehen kann. Hier oben ist uns das Gipfelkreuz, wo wir hinwollen. Und irgendwo hier, wo man auch ein paar Zäune rausschauen sieht, ist der Weiterweg. Und da gibt es müde Hunde neben den müden Menschen. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. So, wieder ein kleines bisschen Film vom Weg nach oben. Okay, weiter. Hier sieht man ein bisschen, wie steil das wirklich ist. Und da
haben wir einen Weg gefunden, der nicht nur Steine hat, so wie hier, sondern ein bisschen mit Gras durchwachsen ist. Okay, weiter. So, mein kleines Schwarzes habe ich auch dabei, nämlich der Bobby. Bobby vor. Gut. Und Sam kämpft sich tapfer und mutig hinterher. So, Blick hinunter ins Tal. Das dürfte jetzt Richtung Krakau-Mühlen, Krakau-Schatten sein. Also die Prebergegend. Dieser langgezogene Berg könnte, sollte vielleicht der Breber sein. Dann geht es hier in einen wunderschönen Kessel. Ich will mal noch ein bisschen nach unten, soweit es hier geht. Da ist leider ein Zaun im Weg. Da sieht man ein kleines Bächlein noch sich den Weg bahnen und wieder zurück zum Kessel. Und ganz um die Ecke rum könnte das Roteck sein. Das wäre ja noch sicher noch besser sehen, wenn wir hier Richtung Gipfel weitersteigen. So, das letzte Stück, bevor wir auf der Goldhöhe sind. Der Blick zurück. Unten auf diesem Rücken ist der Lachriegel. Hier sind wir hoch. Sieht von hier aus natürlich ganz harmlos aus, obwohl es steil und anstrengend ist. Hier den Rücken hoch, weiter hoch. Dann Vorgipfel Nummer 1. Vorgipfel Nummer 2. Und hier sieht man hoffentlich ein bisschen den Weg. So, und jetzt gehen wir hier weiter. Kamera mal aus Bobby-Sicht, ganz tief unten. So, wo geht es der Weg weiter? Warte. Das könnte sein, das könnte auch sein. Oh, bleiben wir mal vorne. Charlie weiter. So, mittlerweile haben wir den Weg wieder gefunden. Das etwas weiter rechts war richtig. Gut. So, gut. Ups. Langsam, langsam. Und stopp. So, das letzte Stück, bevor wir ganz oben sind. Hier ein Blick zurück. Das ist die Abkürzung. Da ist man in einer Minute unten. Nur leider nicht lebendig. Aber schön zum Anschauen ist natürlich. Warten. So, und da ist schon unser Gipfelkreuz. Rechts geht's weiter. Und hoch. Endspurt. Komm, Sammy. Gut.
rechts, meine Herren. Und stopp. Jetzt, wir haben es geschafft. Und sind geschafft. Sogar Charlie ist geschafft. Und der fleißige Bobby mit der langen Zunge. Und der ganz fleißige Sam. Sag mal einen Blick nach unten wieder. Hier das Roteck. Da kommt man aber wohl nicht drauf. Ein bisschen zu steil. Unten der Prebersee, jetzt wieder besser sichtbar. Unser Hinweg. Und der Talblick, den wir ja jetzt schon öfter hatten. So, wieder Blick nach unten. Erinnert mich ein bisschen an die Hölle vom Weißeck. Da geht es ja ähnlich steil runter. Da geht es auch gut runter. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt sieht man noch wieder in ein anderes Tal rein. So, die Felsfarbe hatte vielleicht was mit dem Namen Roteck zu tun. Ähnliches Gestein nehmen wir es auch beim Hochkolling in einer Mittelschicht sehen kann, ungefähr da, wo das Eis, der Schnee ein bisschen rausschaut. Führt auch einen Weg hoch. Das könnte dann der Weg sein zum Roteck. So. Thank you.
So, mit einem Blick aufs Kaseck beenden wir diesen Film.